Hallo, ich bin Magnus Winbergs von Firma Europa. Ich bin der Sebastian Grünig, ebenfalls von der Firma Europa. Wir dürfen Sie hier in der Köln-Aachener Bucht herzlich begrüßen. Mit dabei unseren neuen Keiler 2 vom Typ RK22. Man erkennt ihn an der Farbgebung, eine Erweiterung unseres bisher bewährten Keiler 2. Und Magnus, erzähl doch mal, du warst die letzten Tage mit unterwegs. Genau, ich habe hier auf der Fläche schon gerodet und bin hellauf begeistert von der Maschine. Nicht nur die Agilität punktet unheimlich, sondern auch die neue Bedienung, das neue Kamerasystem. Und all das möchten wir euch gleich tiefer zeigen. Und wir gehen jetzt sofort zur Maschine. Folgt uns. Ja, beginnen wollen wir an der Aufnahme. Was haben wir in der Aufnahme geändert? Man sieht es hier vorne an dem Steuerblock schon deutlich. Wir haben unser einzigartiges System aus dem Tiger 6S hier übernommen, wo wir einmal natürlich eine extrem saubere Tiefenführung hinbekommen und einfach auch in Verbindung mit den Dammtrommeln eine saubere Dammdruckregelung hinbekommen. Weil warum machen wir das? Wenn man sich den Boden einmal anschaut, sehen wir, dass wir hier eigentlich annähernd perfekte Rodebedingungen haben. Hier ist es in dem Fall nicht ganz kampfentscheidend, jedoch wollen wir natürlich auch unter erschwerten Rodebedingungen sauber ernten können und wollen dann die Dammtrommeln rein für die Dammabtastung nutzen, für die Lenkung und wollen dann eigentlich einen unkomprimierten Damm auf die Siebkette 1 nach oben fördern. Sollte es doch bodenbedingt mal zu erschwerten Bedingungen kommen, sehr tonhaltiger Boden, sehr schwerer Boden, klebriger Boden, dafür haben wir jetzt in der Zukunft eine Veränderung, die stellt der Markus einmal vor. Genau, unsere Antwort auf dieses Problem wäre das neue System Twin Clean. Hier im ersten Siebkanal wird das erste Siebband geteilt. Wir haben eine Rodekette vorne, ein geteiltes erstes Siebband sozusagen. Beide Bänder sind gleich lang, können mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrieben werden. Die Teilungen können individuell angepasst werden, sodass man da auch tauschen kann von vorne nach hinten. Zusätzlich ist die erste Siebkette oder das erste Siebband hier in dem Fall reversierbar, sodass wir bei Problemen mit Krautstopfern auch werkzeuglos das Problem beseitigen können. Wie auch zu sehen, unser bewährtes Schnellwechselsystem der Aufnahme, sodass wir in weniger als 10 Minuten umbauen können von der Kartoffel- oder von der Dammrollenaufnahme auf die Deckbandaufnahme, um Zwiebeln zu sammeln. Ein weiterer Punkt befindet sich einmal hier unter der neuen Seitenhaube des Keiler 2, wo wir einmal unser bewährtes System sehen, den Eagle 1, der gerade nach hinten wegläuft, hat den riesen Vorteil, dass das Produkt sich entschleunigen kann und kann jetzt in Verbindung mit der neuen Steuerung, Ableitwalzensteuerung, die einmal in der Geschwindigkeit nach oben oder nach unten regulierbar ist, können wir das Produkt sauber und schonend um die Ecke leiten, können aber halt auch bei einer Verlangsamung der Walzen eine etwas aggressivere Trennung noch hervorrufen. Den weiteren Punkt ist natürlich das, was bisher schon bekannt war, die komplette Neigungsverstellung Eagle 1 und 2, die sich entsprechend den Bodenbedingungen anpassen. Das heißt, wenn wir bergab fahren oder bergauf fahren, hält sich hinten das komplette Heck der Maschine immer sauber in einer geraden Position. Zudem noch das Fahrwerk, was hinzukommt, was in Summe mit einer komplett überarbeiteten Niveauregelung einmal jetzt noch viel agiler und viel filigraner arbeiten kann, sodass wir halt auch bei Kurvenfahrten, wenn wir schleunigst um die Kurve fahren, dass die Maschine sich gegen die Kurve neigt, sodass wir halt auch entsprechend immer eine saubere Austarierung der gesamten Maschine erzielen können. Im weiteren Verlauf der Kartoffeln von Eagle 1 auf Eagle 2 sind wir nun in der Lage, die zweite Ableitwalze an die erste Ableitwalze ranzustellen, sodass wir einen größeren, offeneren Winkel bekommen, um noch produktschonender die Kartoffeln umzuleiten. Hier können wir dann halt Eingriff drauf nehmen, wenn wir aggressiv trennen möchten oder halt produktschonend die Kartoffeln weiterleiten wollen. Des Weiteren unser bewährtes Blech im dritten Igel, was einmal den Kanal etwas verjüngen soll, weil wir einfach die Kartoffeln komprimieren möchten, um möglichst komprimiert die Masse Richtung Fingerkamm zu leiten. Dieses Blech ist optional halt auch ausbaubar, wenn man halt bei höheren Erträgen unterwegs ist. Bei der dritten Walze hat sich also etwas verändert. Magnus, erzähl doch mal bitte, was sich da verändert hat. Genau, bei unserem Ableitwalzenpaar auf Eagle 3 sind wir nun in der Lage, mit der Kurbel oder mit der Spindel das ganze Ableitwalzenpaar in der Position zu verändern. Somit kann man auch massiv auf die Intensität, auf die Reinigungsintensität des Fingers Einfluss nehmen, denn umso größer das Loch wird oder der Eingang wird in den Fingerkamm, desto schonender oder desto weniger Weg nimmt die Kartoffel in den Fingerkamm.
Des Weiteren kann man hier oben erkennen, unser Telematikmodul für unser Portal AirConnect. Das ist unsere Schnittstelle sozusagen von der Maschine. Des Weiteren kann man hier erkennen, unsere neuen Taster für die Höhen der Ableitwalzen auf Eagle 1, 2 und 3. Ja, um die Trennleistung zu erhöhen, sind wir jetzt in der Lage, die Fingerkämme komplett stufenlos in der Geschwindigkeit zu verstellen. Das heißt, ein Kamm kann komplett schnell laufen, der andere kann fast im Stillstand laufen. Somit können wir auf erschwerte Bedingungen nochmal Einfluss nehmen. Die Bedienung dazu hat sich auch etwas verändert. Dazu erzählt uns Magnus noch etwas mehr. Genau. Hier in der Bedienung sind wir jetzt in der Lage, noch schnelleren Einblick in die Maschine zu haben, um noch schneller eben Dinge zu verändern, Einstellungen zu wechseln. Dies betrifft auch unseren neuen Endlos-Poti. Diesen kann man endlos drehen, soll heißen, wir können vom Schlepper als auch vom Verlesestand die Geschwindigkeit des Verlesebandes verstellen. Des Weiteren mit unseren Tastern die Fingerbänder in der Höhe verstellen und auch mit diesem Taster die Beimengenspur in der Geschwindigkeit zu verstellen. Des Weiteren kann die Beimengenspur ab jetzt auch reversiert werden. Soll heißen, sie dreht nach hinten in die Maschine und kleine Knollen als auch Erde, die verrieben werden kann, fällt über eine kleine Fallstufe in den zweiten Siebkanal rein. Des Weiteren haben wir den Abwurfschacht hier vorne immer noch beibehalten, sodass man das Ganze auch noch mal tiefer fallen lassen kann. Was sich auch an der Maschine verändert hat, wir haben noch mehr Notaustaster installiert, damit, falls was passiert, man noch schneller die Maschine zum absoluten Stillstand bringen kann. Hier ganz schön zu sehen, auch unser neues Videosystem von den Kameras und damit wir hier eben halt eine perfekte Einsicht haben, um auch halt als Bediener die Maschine individuell einstellen zu können. Wir stehen einmal hier am Bunker der Maschine. 7,5 Tonnen fassend. Die Bunkerwände an sich haben sich etwas verändert, sodass wir noch mehr Kapazität reinbekommen. Man sieht einmal jetzt hier an den Seiten die VA-Wände, die sogenannte Silver Edition, die sich als Option wählen lässt, sodass wir halt gerade bei anhaftenden Böden die Anhaftung an den Seitenwänden halt minimieren können. Den Kistenfüller, der ist nach wie vor an der Maschine, der sich komplett rausschwenkt, sodass man halt auch beim Abbunkern am Anhänger keine Schäden verursachen kann. Und ein weiter wichtiger Punkt ist die Option Potato Scale, unser Wiegesystem im Bunker, sodass wir das komplette Bunkervolumen einmal messen können, dokumentieren können und somit halt genau wissen, was wir auf den jeweiligen Anhänger oder LKW geladen haben, um dann halt entsprechend auch mit möglichst passender Ladung auf die Straße zu fahren. Wir befinden uns jetzt einmal hier am Herzstück der Maschine. Das komplette Hydrauliksystem, was wir hier einmal von links nach rechts sehen. Roper ist ja bekannt als absoluter Hydraulikspezialist im Rübenbereich als auch schon von Anfang an in der Kartoffeltechnik. Ein absolut einzigartiges System, da wir in der Lage sind, komplett jedes Band einzeln in der Geschwindigkeit einzustellen, arbeiten somit extremst verschleißfrei und können die Kraft sofort auf die einzelnen Antriebswellen übertragen. Dafür arbeiten wir in dem Fall hier jetzt mittlerweile mit 6 Axialkolbenpumpen. Sollte die Maschine eine Triebachse besitzen, hätte man noch eine 7. Axialkolbenpumpe mit dabei. Und diese versorgen halt, wie gesagt, jedes Band einzeln. Und somit sind wir in der Lage, egal wie schnell vorne der Schlepper fährt, können wir die Bandgeschwindigkeiten so einstellen, dass wir absolut leistungsfähig und schonend oder halt auch, wenn es nass wird, aggressiv reinigen und arbeiten zu können. Insgesamt arbeiten wir mit einem elektrischen LS-System in der Maschine als auch extern. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und im gezogenen Landmaschinenbereich gibt es das nirgendwo anders. Denn wir können jetzt ab sofort mit dieser Maschine, mit dieser neuen Generation über ein elektronisches gesteuertes LS-System arbeiten, sodass vorne der Schlepper noch effizienter und noch zielgerichteter das Öl nach hinten zur Maschine leiten kann, sodass wir halt beim Endverbraucher immer direkt die passende Ölmenge liefern können, um somit halt die Pumpe im Schlepper möglichst ideal auszulasten und somit halt auch spritsparend arbeiten zu können. Somit erreichen wir halt auch bei feinfühligen Situationen, gerade wie vorne an der Aufnahme, die Tiefenführung, aber erreichen wir eine absolute Spitzenqualität und können extremst agil und flink arbeiten. Und das ist halt ein Punkt, der uns jetzt absolut abhebt, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das Ganze ist vernetzt mit der ganzen Bordelektronik,
Die neuen Jobrechner sind überarbeitet worden, noch leistungsfähiger, sodass wir die kompletten Daten, die wir liefern, sprich von der Hydraulik, alle Drücke, alle Drehzahlen, liefern wir an unsere Bordhydraulik und somit halt auch an unsere Vernetzung, an das AirConnect, sodass wir über das MyEuropa-Portal nachher gewisse Daten und Fakten ablesen können und damit halt als Betrieb auch arbeiten können. So, wir sind jetzt in der Kabine und ich möchte euch kurz das neue Videosystem zeigen. Dieser Roder ist mit 7 Kameras ausgerüstet. Wir können uns unterschiedliche Layouts anzeigen lassen oder auch die Videos oder die Bilder in gezoomter Funktion anzeigen lassen. Unsere neue Bedienoberfläche ist sehr intuitiv, sehr einfach zu verstehen und da möchten wir aber beim nächsten Mal tiefer drauf eingehen. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Magnus.